10,77 ist Simon Graf in dieser Saison schon gelaufen und 10,79 Christian Eng. Für beide ist das persönliche Bestleistung und oftmals schon Fehlstart bei Serien mit Simon Graf. Ich will ihm da gar nichts unterstellen, es ist einfach auffällig. Er ist irgendwie ein Schnellstarter oder hat einfach nur Pech, dass er immer wieder in diesen Serien eingeteilt ist. Da könnte man natürlich jetzt hin und her diskutieren. Ich hoffe, keiner der Athleten hier hat einen Fehlstart produziert. Es wird da noch einmal alles analysiert. Die Druckmessung haben wir nicht auf dem Startblock. Sie werden das mit dem iPad da kontrollieren, ob sich einer zu schnell bewegt hat, zu früh bewegt hat. Aus meiner Sicht wäre es Bahn 5, Jarod Mori, der da irgendwo gezuckt hat. Genau, und darum wird er verwarnt. Er hat sich nur bewegt und ist nicht wirklich aus den Blöcken geschossen. Also noch einmal Glück gehabt. Jarod Mori Seassière wurde da mal verwarnt. Eine zweite Verwarnung darf er sich nicht mehr erlauben. Also er muss sich wirklich konzentrieren jetzt, dass er ruhig bleibt im Block, dass er sich gar nicht mehr bewegt und so auf den Schuss wartet. Kunz, Eng, Gibilier, Mori, Graf und Soto. Im zweiten Versuch hat es geklappt und Mori ist schon ein bisschen kleben geblieben und Eng führt. Graf läuft noch ein bisschen nach vorne. Diese beiden souverän qualifiziert. Die ersten beiden direkt. Die 10,89 von Christian Eng bei einem leichten Gegenwind von 0,1 Meter pro Sekunde. Sicher eine gute Leistung, einen guten Start in seine U20 Schweizer Meisterschaft. U88 und U99 sind jetzt da mal gezeigt, aber sicher nicht der Jarod Mori. Da müsste Simon Graf dann noch dazwischen liegen oder vielleicht ist es die Zeit von Graf. Ich denke auch die 10,99, das ist nicht Jarod Mori, das ist Simon Graf.